Das ist Julien aus Limuru. Und das ist George Kairu, ein Buchhalter, der zum Landwirt wurde. Obwohl er hier im ländlichen Limuru aufgewachsen ist, war der Wechsel eine Herausforderung. Anfangs produzierten seine zwei Kühe nicht viel Milch. Doch dann trat er im Fernsehen auf. Seine Teilnahme an der kenianischen Fernsehshow Shamba Shape Up veränderte alles. Welcome to Shamba Shape Up. This week we are in Limuru. We are visiting a familiar face. Remember George, a young graduate farmer, getting help from his sister. Bevor Shamba Shape Up auf meine Farm kam, habe ich 10 bis 15 Liter pro Tag von mehreren Tieren bekommen. Aber seit Shamba Shape Up kam, kann ich mehr Gewinn machen und mehr produzieren. Bis zu 100 Liter pro Tag. Dank der Ratschläge eines Experten, das Futter umzustellen, konnte er die Produktivität seiner Kühe steigern. Heute hat er 8. George Kairu baut auch Mais und Tee an. Beides ist sehr wasserintensiv und das ist ein erheblicher Kostenfaktor. Auch hier unterstützt die TV-Show die Bauern. Sie ist Partnerschaften mit verschiedenen Unternehmen eingegangen. Diese versorgen die Bauern mit Materialien und Hilfsgütern wie Tierfutter, Dünger und sogar Geräten. Im Gegenzug für Produktplatzierungen in der Sendung. Sie haben mir wirklich geholfen, indem sie eine Wasserpumpe und ein Solarpanel installiert haben. So konnte ich die Betriebskosten für die Farm senken. Dafür bin ich sehr dankbar. Hold on, Caro, hold on! Tony, So many Shambas to ship. Welcome to Shamba Shape Up. We have traveled all over East Africa to find hard-working farmers. We want to celebrate them while giving them the knowledge they need. So they can adapt and make their farms more productive even while the climate changes. Shamba bedeutet auf Swahili Garten oder Farm. Der Sinn der Sendung ist Edutainment, ein Mix aus Bildung und Unterhaltung. Landwirte erhalten Ratschläge zu Praktiken und Methoden. Die Sendung läuft in Kenia seit 2012 im Fernsehen. Einer der Moderatoren ist der Schauspieler Tony Nyuguna. Er ist von Anfang an dabei. Wir besuchen die Landwirte nicht allein, sondern mit unseren Experten. Wenn ein Bauer zum Beispiel Mais anpflanzt, gehen wir mit einem Experten, der sich mit Mais auskennt. Wir erklären, wie wichtig gutes Saatgut ist, wie man es in den Boden pflanzt, wie man es pflegt, bis hin zur Ernte und manchmal sogar zur Vermarktung. Shamba Shape Up wird von verschiedenen NGOs und internationalen wissenschaftlichen Instituten finanziert. Die 30-minütige Sendung ist ein wöchentliches Format. Jede Folge findet auf einer anderen Farm statt und konzentriert sich auf eine bestimmte Reihe von Problemen und Lösungen. Ein wichtiger Aspekt ist, den Landwirten zu zeigen, wie sie sich besser gegen den Klimawandel schützen können. Die konservierende Landwirtschaft ist wichtig für den Kampf gegen den Klimawandel, weil die Bauern so eine gute Ernte einfahren können. Ohne sie würden sie Verluste machen. Unsere konservierende Landwirtschaft trägt auch dazu bei, die Umwelt zu regenerieren. Wenn die Landwirte Bäume pflanzen, dann sagen wir ihnen, sie sollen die Bodenbearbeitung auf ein Minimum reduzieren, um die Umwelt nicht zu schädigen. Und eine gute Nutzung des Wassers. So können die Landwirte Wasser ernten. Sie sind in der Lage, so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen, so dass wir unsere Flüsse schonen. Heute ist das Team in Kisumu im Westen Kenias. Sie besuchen Eric Ojo, der sein ganzes Leben Bauer war. Das Erste, was mir auffiel, war, dass sie mit Profis arbeiten. Ich mache das hier auch schon lange, aber ich habe viel gelernt, weil sie mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen kommen. Gestern kam zum Beispiel ein Baumexperte. Ich habe etwas über Bäume gelernt. Eric Ojo braucht Rat für diese Küken. Sie wachsen nur langsam. Ein Mitarbeiter einer Futtermittelfirma erklärt Eric, dass er seinem Hühnerfutter Enzyme hinzufügen muss. Shamba Shape Up soll so viele Bauern wie möglich erreichen. Rund 70% der kenianischen Bevölkerung leben in ländlichen Gebieten und arbeiten in der Landwirtschaft. Doch Landflucht ist mittlerweile ein ernstes Problem. Vor allem junge Leute wollen in die Stadt ziehen und Bürojobs annehmen, die besser bezahlt werden als Jobs in der Landwirtschaft.
Ein Problem, das Landwirt Eric Ocho nur zu gut kennt. Die meisten Jugendlichen ziehen diesen Job nicht in Erwägung, weil sie ihn für unbedeutend halten. Sie glauben, jemand, der zur Schule geht, sollte das nicht tun, deshalb machen sie es nicht. Die Sendung soll zeigen, dass Landwirtschaft eine finanziell attraktive und sinnvolle Tätigkeit ist. Sie wird von bis zu 8 Millionen Zuschauern in Kenia, Uganda, Tansania und Sambia verfolgt. Einige Folgen werden auch in diesen Ländern produziert. Studien haben gezeigt, dass nach 2 Jahren Ausstrahlung mehrere hunderttausend Haushalte die Sendung regelmäßig eingeschaltet und daraufhin ihre landwirtschaftlichen Praktiken geändert haben. Die größte Errungenschaft ist es, das Leben von Menschen zu verändern. Die Bauern, die sich an die Methode angepasst haben, die wir ihnen mit Hilfe unserer Experten gezeigt haben, und sie haben akzeptiert, sich zu verändern und moderne Anbaumethoden anzuwenden, sie haben eine Menge erreicht. Auch bei George Cairo schaut das Team wieder vorbei, ein Jahr nach dem ersten Besuch. Die Zuschauer können sehen, wie hilfreich die Ratschläge der Experten waren. Ein weiterer Grund, warum Shamba Shape Up so beliebt ist.